Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Splatoon Online. Und ja, hat das schon mal super angefangen, dass ich gleich dreimal versehentlich beim Timer daneben geschossen, vor allen Dingen geschossen, gedrückt habe. Ich bin schon so in Splatoon Fieber. Ah, und heute kommt Splatling Deko. Okay. Und ich habe heute auch mal so ein Thema vorbereitet, kann man sagen, so in den letzten 2 Sekunden vor der Aufnahme. Und ja, ich kann endlich mal was dazu sagen. Yes! Endlich! Der wievielte Part ist das jetzt? Passt der 27. Eventuell. Naja, also bis gleich. Puh, also entweder ist absolut gar nichts gerade auf den Servern los. Oder aber mein Internet ist so scheiße. Ich hoffe mal eher, es ist zweiteres, beziehungsweise gerade spinnt irgendwas. Also ganz kurz zur Waffe erstmal noch. Ist wieder sowas zum Aufladen, so ein automatisches Teil und diesmal wieder ein richtiges automatisches Teil und nicht wie dieser Klecks-Splatling. Der war ja mega. Uah, Alter, bitte. Nein! Na gut. Wegen dem Thema, wo ich ansprechen wollte. Und zwar, ich bin irgendwie bisher noch nicht wirklich dazugekommen. Und es ist auch ein paar Tage erst her. Aber, zum Zeitpunkt, wo ich hier gerade aufnehme, wurde frisch, wie hieß es? Auf jeden Fall wurden ein paar Spiele für die Switch angekündigt. Unter anderem Splatoon 2. Natürlich Zelda Breath of the Wild wurde endlich mal richtig gezeigt. Wo ich einen mega krassen Hype drauf habe. Achso, stimmt, dabei mit den Titanen, egal. Erste Mal, dass ich Tintentitan überhaupt hab. Oh Mann. Wow. Joa. Oh Gott, oh Gott, nein. Aber ich hab den wenigstens umgebracht. Genau, und MK und Mario Kart 8 Deluxe. Und ja, ich wollte mal so ein paar Wörtchen dazu sagen. Und zwar vor allen Dingen auf Mario Kart 8 freue ich mich. Einfach weil mein Mario Kart 8 irgendwie den Geist aufgegeben hat. Oh, wow, wir führen, obwohl ich eigentlich relativ wenig gemacht habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Yes. Endlich auch mal ein Kill. Oh fuck, nein, nein. Ich bin so dumm. Ich habe gewusst, dass sowas passiert. Vor allen Dingen schon wieder von diesem scheiß Leo. Und ja. Bei Splatoon 2 muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, was sie damit vorhaben, wohin die Reise weitergeht mit Splatoon. Ich habe es mir auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich angeschaut, weil ich irgendwie, mich interessiert es absolut überhaupt nicht. Splatoon 2, keine Ahnung warum. Im Moment zumindest noch nicht, kann sich ja noch ändern. Aber momentan juckt es mich ehrlich gesagt irgendwie überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil ich finde, dass es ein bisschen zu schnell ist. Gut, Splatoon hat jetzt auch schon das ein oder andere Jährchen auf dem Buckel, aber vor allen Dingen von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, das war einfach mal fast gar nichts, wo sich geändert hat. Also wirklich, das war eigentlich nicht mal die Grafik hat sich geändert. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Wow, immer noch über 1000 Punkte gekommen. Läuft. Zum Rest erzähle ich dann gleich was. So, was wollte ich noch sagen? Genau. Allgemein für die Switch interessiere ich mich schon. Allerdings soll die extrem teuer sein. Also 370 Euro. Ist nicht gerade wenig. Also wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe, ne, sorry.
falls ich mich jetzt gerade um etwas vertue, auf jeden Fall nicht gerade wenig, vor allen Dingen im Vergleich zur Konkurrenz. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist bis jetzt der einzige Manko, wo ich an der Switch sehe. Bei, ja, 370 Euro für eine Konsole, wo hinten dran hinkt mit der Konkurrenz, das ist fuck. Genau das ist es, fuck. Das ist einfach unnötig. Vor allen Dingen, wer wird das dann bitte schon kaufen, wenn es so teuer ist? Und wenn, im Gegensatz zur PlayStation oder zur Xbox, ja, zumindest von der Grafik her, eigentlich jetzt nicht auf dem aktuellsten, neuesten Stand ist für die Konsole für dieses Jahr. Dann der Online-Modus soll auch kosten, sprich, dass du Online-Sachen machst. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie sich das nochmal anders überlegen, weil dann war es das mit Splatoon und Mario Kart 8. Weil ich habe wirklich keinen Bock dafür, Kohle auszugeben. Ehrlich wahr, fürs Internet. Das ist halt so eine Sache. Was hab ich eigentlich jetzt? Sekundärwaffe. Ah. Wo war ich genau? Eine, komm, 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 komm. Wow, da steht ein Gegner. Mist. Egal. Auf jeden Fall. Ich hoffe mal, da ist jetzt nicht AFK. Auf jeden Fall, ich hoffe mal, dass sie sich mit der Switch nicht zu verausgaben und denken, das wird ein Riesenerfolg. Das, klar, wird der nächste Mega-Hit auf dem Markt sein. So traurig ich es persönlich auch finde, aber Nintendo muss endlich mal eingestehen, dass sie nicht mehr auf der Spitze sind der Gaming, auf der Spitze der Gaming-Industrie sind. Und ich fände es halt richtig schade, wenn sie sich damit die Switch am Arsch machen. Weil an sich, die Switch ist eine gute Konsole, keine Frage, aber ich glaube, sie wird ein bisschen zu teuer. Und ja, jetzt einfach mal abwarten und hoffen. Noch ist nichts zu 100% bestätigt. Sie haben zwar bisher bloß ein paar Sachen gesagt, aber es können genauso gut auch einfach nur bis jetzt Ideen oder Vorschläge gewesen sein, wo sie bis jetzt haben. Und dass sie diese noch umändern. Ich hoff's. Inständig. Und ja, wirklich viel mehr habe ich jetzt zu dem Thema leider auch nicht mehr zu sagen. Boah, Mist, ich wollte noch diesen kleinen Klecks da vor mir. Jetzt wird es gerade leider ein bisschen lauter. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Ja, wenn nicht, dann sorry. Ja, ihr hört es gerade selber. Ja, ich mache dann ganz kurz einen Cut. Nachdem ich hier mal rauskomme, fände ich super. Also, bis gleich. Ja, ich hoffe, das bleibt jetzt einigermaßen ruhig zumindest. Ich entschuldige mich, wenn nicht, dann werde ich halt meine Stimme rausschneiden müssen. Habe ja schon ein paar Mal getan. Also, das war's eigentlich auch im Großen und Ganzen, was ich über die Switch sagen wollte. Es stört mich halt, dass sich Nintendo jetzt so dermaßen auf die Switch konzentriert. Oh, stimmt, der Goldfischkanone. Ah. Was? Goldfischkanone? Nein! Ah! No! Lol. Einen habe ich schon mal getötet. Oh, come on, jetzt ist der Typ an mir vorbei. Lol. Ach, come on, die war jetzt auch gerade übelst blöd platziert, also. Vor allen Dingen ist sie dann kurz nach mir einfach so verschwunden. Ich hoffe mal, ich überlebe das. Ja, ich lebe noch. So viel zu dem Thema. Naja. Für mich ist es halt aber auch so ein Zeichen dafür, denn dass Nintendo jetzt Kohle für das Online-Gaming verlangt. Ja, lief bis jetzt ganz gut, ohne Kohle zu zahlen, aber
Aber wenn ihr jetzt online spielen wollt, ne, dann Kohle her. Ist halt schon, ja, traurig, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, weil Nintendo halt genau das, das war eine der Stärken von Nintendo. Och, come on, no. Egal, ich hab den Typen wenigstens gekillt. Boah, ich arbeite zu selten mit meinen Sekundärwaffen, beziehungsweise mit meinem Tintentitan in dem Fall. Naja. Oh nö. Sehr schön. Yes. Den habe ich gekillt. Was? Oh fuck. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich bin tot. Warum habe ich jetzt schon wieder den Tintentitan nicht ausgepackt? Ich verstehe mich nicht. Ich sag zwar, ich mache etwas jetzt öfters und dann vergesse ich es trotzdem. Oh mein, typisch ich halt. Was wollte ich noch sagen? Okay, das sah jetzt gerade irgendwie so aus wie das Gegner. Ich habe gerade eine Tür gehört. Ich hoffe, nicht so laut. Ach, da war die Gürteltür. Okay. Nimmt die einer? Sehr schön. Ach, komm durch, Junge. Ich hoffe, die kommt mal. Nein, nein. Lol, ich lebe noch. Lol. Hallo, wo ist natürlich der Goldfischkanone? Warum kommt der nicht zu mir? Wenn noch einer vor mir sagt, zu mir, dann spring doch auch dahin. Das könnte helfen, ab und zu mal. Nein, wisst ihr alles besser, Wisser? Weiß mal wieder alles besser. So. Hä? Ich hatte doch. Was? Also. Hä? Ah. Okay. Jetzt dachte ich schon, hä? Was zum Teufel? Warum bin ich gestorben? Ah, ich kapier's nicht. Wir verlieren mal wieder. Ah, wir ziehen's noch ein bisschen raus. Puh. Ey, das ist so übel. Warum kriege ich eigentlich in letzter Zeit nur noch so beschissene Waffen, wo nie für den Rangkampf geeignet sind, für das sich gerade abspielt? Ich verstehe es einfach nicht. Die Gegner gewinnen natürlich Hochhaus. Ja, aber klar. Warum ist der Typ auch mit der Goldfischkanone nicht vorhin zu mir gesprungen? Ich kapiere es nicht. Dann hätten wir es auf jeden Fall geschafft. Dann wären es mir nur noch ein paar Meter gewesen und dann hätte das geschafft. Aber nein. Und wir sinken. Sinken und sinken immer mehr. Wenn es so weitergeht, sind wir bald im Zera. Ich habe echt nur noch Pech im Rangkampf, kann das sein? So. Und ich hoffe, mein Team ist jetzt ein bisschen besser. Oder zumindest ein bisschen netter. Und ich fände es halt auch wirklich schön, wenn ich jedes Mal, wenn ich gerade den Schnitt aufhöre, die Tür aufgeht, würde ich. Ich finde das wirklich sehr schön. Vor allem, weil es nicht mal meine Tür ist, sondern die von meiner Schwester. Oh Gott. Nein. Klar. Ich renn versehentlich gegen diese scheiß Barriere
werde weggeschickt und voll vor die Linse des Gegners. Das war einfach mal wieder so unglaublich typisch. Wirklich. Einfach. Och, jetzt komm schon, jetzt schützt dieser scheiß Baum den Gegner da oben. So, Gegner erledigt. Mhm, natürlich. Wir haben gewonnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben gewonnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dass ich das nochmal erleben darf! Habt Dank! Habt Dank! Habt einfach nur Dank! Ich bin zwar letzter, aber das ist mir sowas von scheißegal. Wir haben gewonnen! Ja! 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 Wenn es weitergeht, komme ich noch. So, letzte Runde für heute. Und wie könnte es anders sein, mal wieder im Mahi-Mahi Resort, das wir noch nicht zu oft gesehen haben oder so. Als ob wir das jemals zu oft gesehen haben. Also. Tür! Mann! Immerhin, das ging sie gerade zu, nicht auf. Oh Mann. Ja. Ich wollte auf jeden Fall noch ganz kurz das Thema. Ich finde es immer noch übertrieben, wie die Reichweite ist. Ich hoffe, wenn es einen zweiten Teil von Splatoon gibt, was ja schon bestätigt ist, dass sie da bei Operation Goldfisch, wenn es das wieder geben sollte, nicht so übertreiben mit der Reichweite von dem Teil da. Das wäre nämlich sehr, sehr nett. Klar, man. Boah, es ist gerade laut. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Oh fuck, fuck, fuck! Lass den Typen mit der Goldfischkanone in Ruhe. Das sagt. Ich halte das schon ins Maul. Ach ja. Was wollte ich noch sagen? Ist gerade auf jeden Fall ziemlich laut. Genau. Abschließend wollte ich jetzt noch zum Thema Switch. Ich wollte noch zum Thema Switch switchen. Ich hoffe, Nintendo übertreibt nicht zu sehr und auch wenn es eine geile Konsole wird. Das ist klar. Switch wird eine coole Konsole. Der Gegner. Das Problem ist, man selber kann nichts richtig machen, weil der Gegner schon alles richtig machen muss. Wild, ne? Oder zumindest der andere, wo die Kanone hat. Oh, wir sind schon ziemlich weit vorne. Auch nee. Das Doofe an diesen automatischen Waffen ist halt einfach. Ja gut, okay. Bekommen wir halt mal wieder nicht und schon wieder die Tür. Alles klar, der Gegner hat mich gerade getötet, obwohl ich noch nicht mal da war. Aber es sieht gerade sehr, sehr gut. Warum sage ich eigentlich überhaupt noch irgendwas? Wäre doch besser, wenn ich gar nichts mehr sagen würde, teilweise. Auf jeden Fall jetzt wirklich noch kurz zum Abschluss der Switch. Also, was ich da sagen möchte. Die Switch wird eine geile Konsole, das steht außer Frage. Es war so klar, Alter. Aber gut, die Gegner führen nur noch nicht. Okay, jetzt gleich dann schon. Was sag ich? Was sag ich? Natürlich, jetzt hat es geschafft. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, Nintendo übertreibt nicht zu sehr mit der Switch, das sage ich jetzt schon ziemlich oft. Aber ich hoffe es halt einfach. Nintendo, please, calm down. Ihr seid immer noch nicht die Spitze der Gaming-Industrie, auch wenn ihr immer wieder neue coole Ideen habt. Naja, also.
bis zum nächsten Part. Oder auch nicht. Bye.